Am ersten Rückrundenspieltag kommt es gleich zu einem echten Kracher. Sensationsaufsteiger Leipzig empfängt die noch immer ungeschlagenen Hoffenheimer. Der Tabellenzweite gegen den Dritten. 1899-Trainer Julian Nagelsmann verspürt große Vorfreude auf das Top-Duell. Das kribbelt eigentlich bei mir immer vor jedem Bundesligaspiel. Was lachst du da? Nix. Ja, es kribbelt immer vor jedem Bundesligaspiel. Dass das ein Spitzenspiel ist, hat man jetzt schon das eine oder andere, das haben wir uns erarbeitet, das finde ich auch schön, hat Leipzig sich auch erarbeitet, da freuen wir uns vielleicht einen Tick mehr drauf, weil es auch tabellarisch, glaube ich, sehr reizvoll ist. Die Verfolger sitzen Hoffenheim im Nacken. Mit einem Sieg könnten die Kraichgauer aber auch den Rückstand zu Leipzig auf 5 Punkte verkürzen. RB-Trainer Ralf Hasenhüttl weiß um die Stärken des Gegners und outet sich sogar als Fan. Ich sehe diese Mannschaft gerne zu. Es gibt nicht viele Mannschaften in der Bundesliga, denen ich gerne beim Spielen zugucke, aber dort ist immer was geboten. Das ist eine Mannschaft, die sich schon viel über den Ballbesitz definiert. Ich glaube, bis auf das Spiel gegen Bayern hatten sie immer mehr als der Gegner. Eine Spielweise, die dem aggressiven Pressing und schnellen Umschaltspiel der Leipziger entgegenkommt. Zweiter gegen Dritter, zwei offensive Spielstile. Spannung und Tempofußball sind garantiert. Gelingt Bremen die Sensation? Wenn Werder Bremen am Samstag Bayern München empfängt, trifft die schwächste Defensive der Liga auf die beste Offensive. Aber kein Grund zur Panik. Die Hanseaten fühlen sich in der Außenseiterrolle wohl. Im Duell mit dem Rekordmeister kann der Tabellen-15. Wieder auf Serge Gnabry setzen. Der Angreifer hat seinen Magen-Darm-Infekt auskuriert. Einen Punkt oder gar ein Sieg gegen die Bayern wären im Kampf um den Klassenerhalt aber sicher ein Zubrot. Einer kommt, zwei gehen. In Alexander Isak hat der BVB diese Woche ein hochgehandeltes Sturmtalent verpflichtet. Ein Transfer, der für Aufsehen sorgte. Trainer Thomas Tuchel war in das Bemühen um den 17-Jährigen erst spät eingeweiht worden. In Dortmund soll Isak Adrian Ramos ersetzen. Der kolumbianische Nationalspieler wechselt nach Spanien. Außerdem verlässt Innenverteidiger Neven Subotic die Borussia. Der 28-Jährige sucht beim 1. FC Köln eine neue Herausforderung. Ja, ich bin da im ganz engen Austausch mit Ralf Hasenhüttl, Thomas Tuchel. Wir einigen uns gerade noch, wer Co-Trainer wird und wer es als Cheftrainer macht nächstes Jahr. Wenn wir uns geeinigt haben, dann werden wir den Wechsel auch schnellstmöglich verkünden.